I am the Jochen, and this is Tokyo 2020, Tag 4, kompakt. Später als sonst, aber ich sagte es ja gestern schon, ich war heute unterwegs, kam jetzt erst heim, aber ihr solltet auf eure Zusammenfassung nicht verzichten müssen. Gehen wir es mal an, es lohnt sich auf jeden Fall, denn es war ein extrem erfolgreicher Tag aus deutscher Sicht. 2 Goldmedaillen gab es gestern, das ist eine tolle Sache. Zum einen im Dressurreiten durch das deutsche Team, vertreten durch Dorothee Schneider, Isabel Werth und Jessica von Bredow-Werndl. Die Damen haben es geschafft, für USA und Großbritannien sich die Goldmedaille zu sichern. Besonders bemerkenswert, dass Isabel Werth, so heißt sie, jetzt ihre 7. Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen hat und damit nur noch eine entfernt ist von Birgit Fischer als die Deutsche mit den meisten Goldmedaillen aller Zeiten. Die hat nämlich 8 geholt. Und das könnte jetzt tatsächlich Isabel Werth toppen, wenn sie noch im Dressurreiten im Einzel zulangt. Ich bin mal gespannt, ob sie es schafft. Die andere Goldmedaille des Tages ging an Ricarda Funk im Kanuslalom der Frauen mit dem Kajak. Auch hier herzlichen Glückwunsch vor Maja Lenschuraut aus Spanien und Jessica Fox aus Australien. Das waren die beiden deutschen Goldmedaillen vom Tage. Insgesamt haben wir jetzt die 2 goldenen und 3 bronzene. Ich finde, das sieht gut aus. Darf gerne vielleicht nochmal eine silberne dazukommen oder so. Das werden wir herausfinden. Wir gehen mal durch, was sonst noch so los war. Wir haben zum Beispiel 3 gegen 3 Basketball gestern gehabt mit dem Ende der Vorrunde und mit den Viertelfinals am Abend. Die hätte ich gern gesehen. Hatte ich Tickets gehabt, konnte nicht hin. Ist das eigentlich old, wenn ich jetzt immer erzähle, wo ich hingegangen wäre? Ich mache es einfach, weil das hilft mir beim Paaren. Da gab es Viertelfinals und die beiden japanischen Teams sind raus. Damen wie Herren. Das führt dann dazu, dass wir in den Halbfinals aus Herrensicht haben Serbien gegen die russischen Herren, Belgien gegen Lettland. Und bei den Damen haben wir USA gegen Frankreich und die russischen Athletinnen gegen China. Das also 3 gegen 3 Basketball. Das findet dann heute statt, aber erst im Laufe des Vormittags. Da sage ich dann morgen früh noch was dazu. Was gab es noch? Es gab Bogenschießen und da ist Michelle Kroppen ausgeschieden. Im 16. Finale gegen Elena Osipova, aber Florian Unruh, der hat gewonnen im 16. Finale gegen Jeduk Kim, der hier unglaublich hoch gehandelt war und damit ist er ins Achtelfinale eingezogen. Mal sehen, wo der Weg noch hingeht für ihn, wir drücken die Daumen. Im Turnen gab es das Teamfinale der Damen ohne deutsche Beteiligung, hier ging Gold an die russischen Turnerinnen für USA und Großbritannien. Dann haben wir im Badminton den letzten Deutschen verloren. Kai Schäfer ist im Herreneinzel ausgeschieden. Damit hat also niemand aus deutscher Sicht die K.O.-Runde erreicht. Zum Abschluss gab es noch einen Sieg im Doppel für Lamsfuß Seidel. Allerdings war der dann leider schon bedeutungslos, muss man fairerweise sagen. Der nächste Medaillensatz wurde vergeben im Softball bei den Damen. Gibt es ja nur bei den Damen. Da ging die Siegertrophäe an Japan. Die haben das Finale 2-0 gegen die USA gewonnen. Bronze ging an Kanada an dieser Stelle. Die Silber, wie gesagt, ja, genau. Dann im Beachvolleyball gab es endlich den ersten Sieg für ein deutsches Team. Tole Wickler haben gewonnen gegen 2 Polen, Kantor und Losiak. Und damit haben sie jetzt gute Chancen auf die K.O.-Runde. Die haben auch Kosuch Ludwig, weil die nämlich ihr für morgen angesetztes Spiel gegen die beiden Tschechinnen schon gewonnen haben am grünen Tisch, weil die Tschechinnen nicht antreten können. Also immerhin auch das ein Sieg. Mal sehen, was aus Ludeborg wird. Ich schnief gerade so ein bisschen. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Mal abwarten, wie das weitergeht. Dann hat er im Boxen einen Erfolg gehabt von Amar Abdul-Jabbar. Der hat nämlich sich durchgesetzt in der Schwergewichtskategorie im Achtelfinale gegen den Peruaner José María Luca Jaimes. Und damit steht er jetzt im Viertelfinale und noch ein Sieg und er ist im Medaillenrennen. Das findet dann in 3 Tagen statt, das nächste Duell von ihm, der nächste Kampf, das wollte ich sagen. Ausgeschieden dagegen Nadine Apetz, die scheiterte im Achtelfinale an der Inderin Lovlina Borgohain. Den Namen habe ich abgelesen. Mountainbike, da gab es einen Dreifachtriumph für die Schweizerinnen. Jolanda Neff gewinnt Gold vor Sina Frey und Linda Indergaard. Glückwunsch an die 3 zu diesem Clean Sweep, wie der Amerikaner das nennt. Mehr Medaillen, natürlich Turmspringen haben wir, und zwar Synchronspringen von der 10-Meter-Plattform bei den Damen. Da haben wir Gold für China, Silber für die USA und Bronze für Mexiko am Ende. Dann gab es Fußball bei den Damen, da steht die K.O.-Runde jetzt fest. Ausgeschieden nach den Gruppen, heute waren die letzten Gruppenspiele, und da sind ausgeschieden China, Sambia, Chile und Neuseeland. Und die K.O.-Runde startet hier am Freitag. Top-Favorit jetzt tatsächlich Schweden, muss man sagen. Die haben alle 3 Vorrundenspiele gewonnen als einziges Team. Ich sage dann am Freitag mehr dazu, wie der genaue Spielplan aussieht.
Dann hat sich noch zugetragen im Handball vielleicht erwähnenswert, dass bei den Damen Spanien gegen Frankreich gewonnen hat. Wenn jetzt, gut, die können jetzt auch wieder runterbeten, die Ergebnisse. Nee, das soll man mal stecken. Das artet sonst zu sehr aus. Gucken wir lieber auf die deutschen Spiele. Im Hockey zum Beispiel. Die deutschen Hockey-Männer haben gewonnen gegen Großbritannien. 5 zu 1. Klarer Sieg. Tolle Sache. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie sind auf einem sehr guten Weg in Richtung K.O.-Runde. Dann hatten wir Judo. Ja, Dominik Ressel. Der hat uns heute in Atem gehalten. Der hat sich hier durchgekämpft bis in das Gefecht um Bronze und das hat er leider dann aber am Ende verloren gegen den Österreicher Shamil Borjasvili. Die andere Bronzemedaille ging an Matthias Kass aus Belgien. Gold in dieser Kategorie für den Japaner Takanori Nagase und Silber ging in die Mongolei zu Said Mulay. Ich glaube, so wird der ausgesprochen. Chancenlos war in ihrer Gewichtsklasse Martina Traidos, die gleich in der ersten Runde ausschied. Hier gab es aber trotzdem Medaillen. Gold für die Französin Clarisse Abeyneanu. Silber für die Slowenin Tina Trtenjak. Und Bronze geht nach Kanada und zwar an Frau Bushumpinar. Wisst ihr Bescheid? Rugby wurde gespielt, da sind wir auch durch mit den Gruppenspielen und da haben wir auch schon Viertelfinalspiele absolviert. Das heißt, hier kann ich auch schon Bescheid sagen, wie das Halbfinale aussieht im Rugby bei den Männern. Und zwar haben wir Neuseeland gegen Großbritannien und Argentinien trifft auf den Titelverteidiger aus Fidschi. Das gibt es dann auch schon jetzt in der Nacht. Es wurde weiter gesegelt, allerdings aus deutscher Sicht sehr durchwachsen, muss ich sagen. Wir haben in den verschiedenen Bootsklassen zum Beispiel einen guten Auftakt gesehen von Erik Heil und Thomas Blößel. Aber zum Beispiel Svenja Weger oder auch Philipp Buhl sind in ihrer jeweiligen Bootsklasse zurückgefallen. Da werden wir, glaube ich, morgen oder so noch mal das genauer drauf gucken, wie es da so jeweils steht. Dann wurde geschossen, es gab Medaillen und zwar im Mannschaftswettbewerb mit der Luftpistole China vor den Russen und Ukraine. Und bei den Luftgewehrschützinnen und Schützen, auch hier Mix, das sind alles Mixed-Team-Wettbewerbe, wieder Gold für China vor den USA und den Russen. So, im Surfen gab es Medaillen und zwar bei den Herren das Gold für Italo Ferreira aus Brasilien, Kanoa Igarashi aus Japan holt Silber und Owen Wright aus Australien Bronze. Und bei den Damen im Surfen gewinnt Carissa Moore die Goldmedaille vor Bianca Buitenhagen aus Südafrika und Amuro Tsutsuki aus Japan. Geschwommen wurde wieder. In der vergangenen Nacht gab es Gold für Tom Dean über 200 Meter Freistil vor seinem Landsmann Duncan Scott, beide aus Großbritannien, und der Brasilianer Fernando Schäfer holt Bronze. 100 Meter Rücken der Frauen mit Kaylee McEwen aus Australien vorne vor der Kanadierin Kylie Mass und der Amerikanerin Regan Smith, der US-Amerikanerin. 100 Meter Rücken der Männer an die beiden russischen Vertreter Evgeny Rylov und Klimen Kolesnikov und Bronze an Ryan Murphy, USA. Und 100 Meter Brust der Frauen. Gold für die USA, Lydia Jacoby. Bronze für die USA, Lilly King. Und dazwischen Tatjana Schoonmaker. Schoonmaker, Schoonmaker, Schoonmaker. Ich weiß es nicht. Aus Südafrika. Zum Schwimmen sei noch erwähnt, dass es. Also das machen wir gleich, wenn wir die Vorschau machen. Ich bin ja noch in der Ergebnisübersicht. Tischtennis. Timo Boll ist ausgeschieden im Achtelfinale. Schon wieder. Das ist bei ihm jetzt ein Dauerzustand, hat man so ein bisschen das Gefühl. Gegen Jung Sik Jong hat er keine Chance gehabt. Dafür aber Erfolge aus deutscher Sicht für Dimitri Ovtcharov. Der ist ins Viertelfinale eingezogen, ebenso wie Ying Han bei den Damen. Auch hier Glückwunsch dazu. Morgen geht es dann für die beiden im Viertelfinale weiter. Der einzige Taekwondoka aus deutscher Sicht, nämlich Alexander Bachmann, ist ausgeschieden gegen Ruslan Scharapow aus Kasachstan. Und da der dann auch nicht ins Finale gekommen ist, war für Bachmann dann auch Feierabend. Im Tennis gibt es. Ein gutes und ein schlechtes Ergebnis für die deutschen Doppel. Wir haben Struff-Zverev, die sind eine Runde weiter gegen Shadi Mofis, stehen im Viertelfinale und Krawitz-Pütz sind ausgeschieden gegen Murray Salisbury. Ansonsten im Einzel noch zu erwähnen, Naomi Osaka ist draußen gegen Margarita Vondrousova. Die war ja hier eine der ganz großen Favoritinnen. Außerdem ausgeschieden heute auch Karolina Pliskova. Und das Turnier ist, und Barbora Krejcikova ist auch raus. Also es setzt sich hier so ein bisschen fort. Bei den Frauen von den Top 8 gesetzt nur noch zwei dabei im Viertelfinale. Bei den Männern haben wir also fast noch alle mit drin. Das ist aber bei den Grand Slams die letzten Wochen ja auch schon so ähnlich gewesen. Triathlon gab es am Morgen mit Flora Duffy aus Bermuda, die hier Gold gewonnen hat, vor Georgia Taylor Brown in Großbritannien und Katie Saffarez aus den USA. Und den Rest können wir uns, glaube ich, nee, da ist noch was. Hier, guck, Gewichtheben haben wir noch, Medaillen. Und zwar 59 Kilogramm bei den Damen mit Xing Shun Kuo aus Taiwan oder Chinese Taipei heißt es, glaube ich, offiziell.
Die hat Gold gewonnen vor Polina Gurrieva aus Turkmenistan und Mikiko Ando aus Japan. Guck mal, wie die Japaner hier dieses Mal stark sind. Die sammeln ja ein, was geht. Mo Charron aus Kanada gewinnt bei den 64 Kilogramm Gewichtheberinnen vor Georgia Bordignon, Italien. Und Wenhui Chen wieder aus Taipei, Chinese Taipei oder Taiwan, nennt es wie ihr wollt. Es ist mit Sicherheit nur eins davon politisch korrekt. So, wir werfen einen kurzen Blick auf den Medaillenspiegel. Das haben wir noch nicht gemacht bisher. Das machen wir jetzt einfach mal. Vorne die Japaner mit 10 Gold, 3 Silber und 5 Bronzemedaillen. Beeindruckend, liebe Gastgeber. Tolle Sache das. Die USA Zweiter mit 9,88 und die Chinesen 9,57 auf der 3. Das deutsche Team mit 2 Gold und 3 Bronzemedaillen im Moment auf dem 10. Rang. Aber das wollen wir ja alles nicht so ganz hoch hängen. Aber ich finde es trotzdem immer ganz informativ, mal so ein bisschen in die Breite zu gehen. Ich gehe ja selbst auch schon in die Breite. Von daher, das passt ja ganz gut. Schauen wir mal auf die Nacht, was uns da bevorsteht. Wir haben eine Nacht, die zum Beispiel Schießen bringt, die Trap-Qualifikation. Gut, das ist noch nicht so ein richtiges Highlight. Um Viertel vor drei. Heute ist eine Nacht, da kann man ein bisschen länger schlafen. Ich glaube, wenn man um 3 oder 3:30 Uhr einsteigt, reicht's. Um 3 gibt es Basketball. Deutschland gegen Nigeria im zweiten Gruppenspiel. 3:30 Uhr wird geschwommen und da ist es aus deutscher Sicht durchaus interessant in einigen Wettbewerben, denn wir haben Sarah Köhler über 15 Meter Freistil, die dort eine Medaille holen möchte. Da wird geschwommen um 4:54 Uhr, also kurz vor 5. Davor gibt es schon noch mehr Entscheidungen, aber ohne deutsche Beteiligung. Und dann haben wir die 4x200 Meter Freistilstaffel mit Deutschland, die sind dabei, 5:26 Uhr. Ist das angesagt? Und dazu gibt es Halbfinale 200 Meter Schmetterling der Frauen mit Franziska Hentke zum Beispiel. Das ist auch dann noch, wobei das ja auch so eine Nummer ist. Da gab es ja gestern die Vorläufe mit 16 Schwimmerinnen, von denen dann, nee, von den 17 Schwimmerinnen, von denen 16 weitergekommen sind. Wo ich mir auch so denke, ja, gut, kann man mal machen. Aber gut, muss ja einer raus, ne? Ist klar. Gesurft wird noch im Laufe der Nacht. Aber das ignorieren wir mal an der Stelle. Dann habe ich noch anzukündigen, wieso die Highlights raus. Gerudert wird, oh ja, gerudert wird aus deutscher Sicht, es wird richtig viel gerudert, weil ja wegen des Sturms die letzten Tage viel ausgefallen ist. Aus deutscher Sicht beschränkt sich das interessante Ruderfenster auf die Zeit von 3:50 Uhr bis 4:40 Uhr. Denn da gibt es das Finale im Doppelvierer der Frauen mit Deutschland. Und es gibt die Halbfinals im Leichtgewichts-Doppelzweier bei den Männern mit deutscher Beteiligung. Das war's. Ansonsten wird ganz viel so F-Finale, E-Finale, D-Finale. Das interessiert ja doch ehrlich gesagt keinen, wer da jetzt irgendwie dann 13. oder 15. wird oder so. Also mir ist es zumindest wurscht. Sag ich mal, wie es ist. Dann haben wir die Rugby-Halbfinals um 4 Uhr. Wir haben ab 4:25 Uhr Fechten mit den Herren im Säbelwettbewerb. Da haben wir unsere drei deutschen Herrschaften ja wieder am Start. 4:30 Uhr gibt es Radsport mit dem Zeitfahren der Frauen und im Anschluss dann das der Männer. Tennis wird gespielt ab 4 Uhr, unter anderem mit Zverev und Köpfer, mit Zverev Struff im Doppel und im Mixed gehen Krawitz Siegemund neu an den Start. Das ist noch erwähnenswert vielleicht. Um 5 Uhr gibt es Hockey, Deutschland gegen Irland. Dann wird auch wieder gesegelt ab 5, die diversen Bootsklassen. Um 5:15 Uhr haben wir Judo und um 6 Uhr die Qualifikationen für die nächsten Kanuslalom-Wettbewerbe, auch wieder mit deutscher Beteiligung. Um 7 Uhr dann Florian Unruh, nicht Lisa, Florian Unruh im. Nee, das ist tatsächlich Lisa Unruh, oder? Jetzt komme ich durcheinander. Das müsste wieder Lisa Unruh sein, die da mit dem Bogen schießt. Lisa Unruh ist es tatsächlich. Um 7 Uhr ist sie dran oder ab 7 Uhr ist sie dran dann. Genau. Und dann ist um 8 Uhr wieder Turmspringen mit dem Synchronspringen vom 3-Meter-Brett mit Patrick Hausting, unserem Fahnenträger. Der ist am Start und zusammen mit Lars Rüdiger und möchte gerne auch eine Medaille holen. Der Tag bietet dann eine ganze Menge mehr. Die Fußballer sind im Einsatz, die Handballer kommen, wir haben unsere Turner und so weiter. Aber ihr wisst ja, alles, was dann so nach 7, 8 Uhr passiert, erzähle ich euch morgen ganz normal im Frühsport. Sonst wird das hier ist ja eh schon viel zu lang geworden, weil so viel los war heute. Ist ein schöner, voller Tag, aber es lohnt halt tatsächlich meiner Meinung nach dann auch, wenn man eben so gemütlich halb vier sich bereit macht und dann einsteigt, wenn man es live gucken möchte. Ansonsten guckt Livestreams nach, wie immer, Eurosport is your friend oder auch ZDF, sportschule.de und so weiter. Da gibt es die ganzen Streams, sportschau.de. Könnt ihr alles reinschauen, was immer ihr wollt.
Das war's für jetzt. Wir sehen uns wieder morgen früh gegen 7 zum normalen Frühsport. Schön, dass ihr auch so spät noch reingeschaut habt hier an dieser Stelle. Und jetzt schlaft gut und schlaft zügig, denn es geht ja bald schon wieder weiter. Bis dann, tschüss.